Ja, herzlich willkommen. Es freut mich sehr, dass ich die Gelegenheit habe, hier einige Highlights der Kugis-Entwicklung während dem letzten Jahr vorzustellen. Das letzte Jahr aus Sicht Kugis, also die letzte Foskis, war ja im März 2015. Somit wären dann dazwischen die folgenden Versionen, wäre 2.10, 2.12, 2.14 und 2.16 ist noch nicht herausgekommen, wird Ende dieser Woche herauskommen. Es wurde um 2 Wochen verschoben, um noch mehr an den Bugs herumzufeilen. Ja, gut, was ich noch sagen muss, 2.14 ist ein sogenannter LTR-Release, ist ein Long-Term-Release. Und die Long-Term-Releases, die erhalten mindestens ein Jahr lang Bugfixes. Gut, jetzt werde ich natürlich nicht alle neuen Dinge euch zeigen, weil da würde ich euch langweilen. Es sind sehr viele Neuerungen. Und darum, wenn ihr wirklich einen kompletten Überblick wollt, eine komplette Liste der Neuerungen, dann seht ihr hier unter diesen URLs, findet ihr so die Visual Change Logs. Das sind so Zusammenstellungen mit Screenshots, wo man schnell sieht, was sich geändert hat. Ich werde nur einige Highlights vorstellen, dafür diese etwas genauer betrachten und auch mit Live-Demos garnieren. Also besonders viel getan hat sich im Bereich der Symbolisierung. In früheren Versionen von QGIS war die Kartografie eine Schwachstelle. Mittlerweile hat sich das komplett ins Gegenteil verkehrt. QGIS ist im Bereich Kartografie sehr stark. Und da zeige ich jetzt noch einige Dinge. Eines meiner Lieblingsfeature, das sind die sogenannten Layer-Effekte. Das muss man sich da vorstellen, die Layer-Effekte. Das sind so pixelbasierte Modifikationen auf einem Symbol oder auf einer Symbolebene. Pixelbasiert, man kann sich das so vorstellen, das ist wie Photoshop oder GIMP, nur in QGIS, nicht? Da gibt es verschiedene Operationen, die man anwenden kann auf ein Symbol. Eindrucksvollsten sind Schattenwurf, Glühen, Verwischen. Und das Beste ist, diese ganzen Effekte, die kann man nicht nur anwenden, sondern man kann die auch beliebig kombinieren, man kann sie verschachteln, man kann zum Beispiel einen Schattenwurf auf dem Schattenwurf machen und so weiter. Also ist sehr flexibel. Ich denke, ich zeige das jetzt am besten mal demomäßig. So, eine weitere neue Funktion, die ihr gleich sehen werdet, ist, man kann jetzt, früher hat man da doppelt geklickt und dann ist so ein modaler Dialog aufgegangen und man hat die Sachen geändert und dann auf Anwenden geklickt. Neu gibt es jetzt auch die Möglichkeit, dass man das gedockt hat. Das ist natürlich ideal für die Demo, da kann man schnell, und wenn man diesen Dialog gedockt hat, wenn man dann eine Eigenschaft ändert, dann sieht man gleich das Live-Update. Ist somit praktisch jetzt. Gut, jetzt die Layer-Effekte. Die gibt's auf, die Funktion ist etwas versteckt, man muss da diese Checkbox-Zeicheneffekte einstellen. Und ihr seht, das gibt's, also die Zeicheneffekte hier unten, die beziehen sich auf die Ebene Symbol. Und in QGIS kann ein Symbol ja aus mehreren Ebenen aufgebaut werden. Und man kann auch auf den einzelnen Symbolebenen solche Layer-Effekte machen. Das wäre dann hier. Ich mache es jetzt mal auf dem Symbol. So. Und jetzt sehe ich da eine Vorschau. Jetzt wähle ich da mal einen Schattenwurf und ihr seht jetzt, das kommt gleich auf eine Karte. Zu jeder Modifikation gibt es verschiedene Optionen. Jetzt da beim Schattenwurf mache ich mal Versatz. Seht im Bild, wandelt das auch gleich. Genau, man kann verwischen und so weiter. Es gibt noch mit Operationen wie inneres Glühen, innerer Schatten und so weiter. Und man kann diese Operationen hier kann man beliebig oft hinzufügen. Genau, es ist pixelbasiert. Ich habe jetzt hier einen Punktlayer. Aber das Gute ist, es ist pixelbasiert. Es geht wirklich auf allen Layern. Also wenn ich das hier auf einem Polygon-Layer mache, dann ist das auch kein Problem.
gibt es einen Gebäudeschatten. So, dann zeige ich noch weitere Verbesserungen bei der Symbolisierung. Eine weitere Verbesserung gab es bei dem einfachen Markierungssymbol-Layer. Den gibt es schon ziemlich lange, aber es gibt jetzt viel mehr neue Optionen. Besonders praktisch ist zum Beispiel dieser Größeneditor. Auch der ist etwas versteckt. Wenn man hier klickt, kommt ein Größenassistent. Genau, jetzt kann ich ein Skalierungsfeld wählen. Kein passendes, ich nehme eine andere Ebene. So, und jetzt kommt so ein Assistent, der mir hilft, da die Größe der Symbole anzupassen. Nehmen wir mal Anteil Gebäude in der Parzelle. So, jetzt gibt es die Optionen, man kann die Größe, den Radius proportional zum Wert haben oder die Oberfläche. Und besonders gut ist da dieses Flannery, weil wenn man Oberfläche wählt, hat man irgendwie herausgefunden, dass das menschliche Auge dann die großen Werte unterschätzt, und darum gibt es die sogenannte Flannery-Korrektur, die man dann anwenden kann, und dann wird das leicht angepasst. So. Genau. Was auch noch neu ist, es gibt jetzt viel mehr verschiedene Symbole. Es gibt das ist zu klein, ich mache einen anderen Dialog auf. Genau, insbesondere gibt es auch da diese Halbkreise oder die Kuchenteile, und die sind sehr praktisch, wenn man so Diagramme machen will, wo halt mehrere Größen miteinander in Beziehung gesetzt werden und die dann proportional sind. Also man kennt die viel aus der Kartografie. Dann, was auch ziemlich praktisch ist, es gibt die sogenannte Pfeilsymbolisierung. So, das ist ein neuer Typ-Symbolebene, ein neues Liniensymbol, da wird ein, wie der Name sagt, Pfeil dargestellt. Jetzt gibt es aber noch einen Haufen weitere Optionen, zum Beispiel genau, zum Beispiel kann man jetzt die Breite des Pfeils am Anfang und am Ende kann man einstellen. Ich mache die jetzt etwas breiter hier, dann sieht man es besser. So. Man kann auch den Pfeil modifizieren. So. Und das Beste ist, man kann das alles datendefiniert machen, das ist sehr flexibel, also man kann es proportional zu einem Attribut machen oder zu einem Attributausdruck, und dadurch eignet sich diese Symbolisierung super für so thematische Karten, die so Bewegungen zeigt, wie zum Beispiel Pendlerströme oder Import und Export, und dann sieht man, wie dick das ist. Das ist sehr eine mächtige Symbolisierungsart. Was auch noch lustig ist, genau.
Ja, wir können die Kugel gekrümmt machen oder gerade. Also je nachdem, wenn man vielleicht einen Gewässerlauf darstellen will, nimmt man gerade Symbolisierung. Und wenn man so Import-Export-Pendlerströme macht, dann hat man so Kurven. Ist auch noch sehr praktisch. Ah, genau. Und ein Feature, das lange erwartet wurde, beziehungsweise es war etwas, das man in Kubis ganz lange einfach nicht machen konnte, das ist die regelbasierte Beschriftung. Bei Kubis konnte man lange nur eine Beschriftungsklasse haben. Und das war sehr hinderlich, weil manchmal hat man halt 5 Klassen und möchte dann unterschiedliche Schriftgrößen, unterschiedliche Farben und so weiter haben. Und bisher musste man dann immer den Layer eine Ebene mehrfach im Projekt haben, nur um diese Beschriftungsklassen zu haben. Das hat sich jetzt geändert. Genau, und zwar kann ich das hier auswählen. Es gibt auch noch diese Option Blocking, die ist auch neu. Das heißt, es gibt zwar keine Beschriftung bei dieser Ebene, aber andere Ebenen werden davon abgehalten, ihre Beschriftung über diese Objekte zu tun. Ja. Gut, dann bisher gab es diesen Layer Beschriften, jetzt gibt es neue regelbasierte Beschriftung. Da kann ich jetzt sagen, oh, neue Regel. Einen Filter angeben. Kann sagen, Kategorie, wenn die Kategorie 4 ist, dann soll die Beschriftung angewendet werden. So, Kategorie 4. Ja, die Objekte da sind nicht in Kategorie 4. Sind in. Geschriften mit. Ah. Okay, stimmt. Okay. So. Genau, jetzt habe ich hier lauter Kategorie 4. Jetzt kann ich da eine weitere Kategorie hinzufügen, das ist die Neuigkeit. Kategorie gleich 2. Oh, das sind zu viele. Aber ihr seht immerhin, dass die Performance immer noch gut ist, auch wenn viele Objekte aufwendig beschriftet worden sind. Ah, ich habe nicht speichern gedrückt. Ah, ja. So, jetzt speichern. Okay. Das Label fehlt. Okay. Da. Ah, ich wollte gerade sagen, Cookies sei einfach anzuwenden, aber. noch eine Neuerung bei der Beschriftung ist der sogenannte 2,5D-Renderer. Ich nehme die nochmal ab. Da. Genau, das ist ein neuer
Symbolisierungstyp, der heißt da 2,5D. Und der Zweck ist eigentlich, dass Polygone so pseudo-3D-mäßig herausgehoben werden können. Sieht da recht. Eine sehr schöne Darstellung. Intern wird also mit der Geos-Bibliothek, wird da die Geometrie modifiziert, darum, wenn die Karte, wenn die Datenmengen groß sind und die Karte soll schnell rendern, ist das nicht das Richtige. Ja. Ihr seht auch, das verlangsamt die Karte massiv. Genau, so viel von der Simulisierung. Jetzt nein. gut, das nächste Thema sind die neuen Geometrieklassen, auch die sind mit 2.10 reingekommen. Und da war das Ziel halt, dass da alle Geometrietypen des ISO-Standards SQL-MM unterstützt werden. Insbesondere, was vorher nicht unterstützt worden ist, sind da diese Kurventypen, Circular String, Compound Curve, Curve Polygon, Multicurve und Multisurface. Seit 2.10 sind auch Z- und M-Werte in QGIS unterstützt. Und was am wichtigsten ist, die neuen Klassen sind erweiterbar mit neuen Typen. Bisher war das Geometrie einfach ein binärer Block und schlecht erweiterbar mit den verschachtelten Typen. Und jetzt kann man einfach eine Unterklasse machen und dann hat man einen neuen Geometrietyp. Und was auch gut ist, es ist kompatibel mit den bisherigen Geometrieklassen, weil innerhalb der QGIS 2er-Serie müssen ja die Klassen immer rückwärts kompatibel sein, wegen den Python-Plugins. gut, da sehen wir nochmal, um was es geht. Das Problem ist, wenn man Kurven segmentiert, dann kann man die zwar darstellen, aber man kann sie nicht editieren, beziehungsweise beim Editieren gehen dann die Kreisbögen verloren und das ist jetzt besser. Ja, die Unterstützung für Kreisbögen, die hängt auch etwas von der Datenquelle ab. Also für PostgreSQL ist die Unterstützung, PostgreSQL und der Ogre-Treiber bringen Unterstützung mit. Bei Oracle ist das noch nicht der Fall, könnte aber eingebaut werden. Dann gibt es auch einige neue Werkzeuge, um Kurven zu generieren. Also ein Werkzeug ist zum Beispiel Konstruktion von Kurven durch Startpunkt, Kurvenpunkt, Endpunkt. Und mit einem anderen kann man Startpunkt setzen, Endpunkt setzen und Radius setzen. Dann kann man auch bei der Markierungslinie kann man auch die Symbolisierung so machen, dass der Kurvenpunkt anders dargestellt wird als die anderen Vertices. Und dann gibt es auch noch diese Tabelle, die wir hier sehen. Also das ist Teil des Knotenwerkzeugs und da sieht man auch die Radien, man sieht die Z-Werte, man kann auch alles darin editieren. Sehr praktisch. Dann ein sehr wichtiges neues Feature in 2.12 ist die neue Authentifizierung. Bisher wurden die Passwörter für Datenbanken und für WMS-Dienste, die wurden einfach unverschlüsselt im Projektfile gespeichert oder in der User-Konfiguration. Und das war natürlich nicht immer erwünscht. Und neu gibt es so ein Authentifizierungsmodul, da kann man sich die Passwörter speichern lassen. Die werden dann in einer SQLite-Datei lokal verwaltet und die ist verschlüsselt. Und man muss dann am Anfang ein Masterpasswort eingeben und dann gibt QGIS automatisch die Passwörter ein. Auch das ist erweiterbar. Und zwar hat der Programmierer auch daran gedacht, dass es ja ganz verschiedene Authentifizierungsmechanismen gibt. Also in allen großen Firmen gibt es Dienste, die durch irgendeinen exotischen Mechanismus geschützt sind. Und da gibt es die Möglichkeit, neue Authentifizierungen durch Plugins in C++ oder Python hinzuzufügen. Ist also sehr wichtig für den Einsatz im Unternehmen. Das sieht dann so aus. Das ist jetzt der Optionsdialog. Ja. Man gibt das also pro Service ein.
die Zeit läuft, ja. Ich mach's kurz. Neu sind auch Aggregatfunktionen. In QGIS gibt's ja überall diese Expressions, das sind so Taschenrechnerausdrücke. Die gibt's bei der Beschriftung, beim Feldrechner. Kommen an ganz vielen Orten vor, auch im Print Composer kann man die verwenden, die sind enorm praktisch und sehr mächtig, weil man sie beliebig verschachteln kann. Aber bisher haben die nur auf Ebene Objekt funktioniert, also man konnte nur mit den Attributen von einem Objekt rechnen. Und man konnte aber nicht sagen, ich möchte zum Beispiel den Mittelwert dieses Feldes haben. Und das ist jetzt eben diese Erweiterung, da gibt es diese Aggregatfunktionen. Eine weitere Neuerung ist der WFS-Client, der wurde komplett neu gemacht. Früher hat der WFS-Client ja nur die Version 1.0 unterstützt. Neu unterstützt er WFS 1.0, 1.1 und 2.0. Und auch das Caching wurde verbessert, also es wird neu in einer lokalen Specialite-Datenbank gecached, sodass man mit großen WFS-Layern viel besser umgehen kann, weil nicht immer die ganzen Objekte geladen werden müssen. So, und das ist mein persönlicher Favorit. Es ist, ich kann das keine Version zuordnen, weil es ist ein Plugin, ein Python-Plugin. Etwas, was mich immer geärgert hat, wenn ich Python-Plugins entwickelt habe, ist, dass es enorm mühsam war, diese Python-Plugins zu debuggen. Ja. Es gibt zwar diesen Python-Debugger, aber den kann man eigentlich nur gut verwenden, wenn die Python-Applikation standalone ist und bei Plugins konnte man sich nur mit Printfs helfen oder man konnte mit Remote-Debuggers arbeiten, aber die waren mühsam aufzusetzen und darum hat man das oft nicht gemacht. Und ja, seit kurzem gibt es jetzt dieses sogenannte First-Add-Plugin. Das ist dann so ein grafischer Debugger, wie ihr ihn seht. Da kann man so Breakpoints setzen, reinsteppen, Next und Variablen anschauen. Und das ist... Da war ich ein Quantensprung bei der Entwicklung von Python-Plugins. Ja. Gut, zum Schluss noch ein kleiner Ausblick. Also Version 2.16 wird bald rauskommen. Nach 2.16 ist nicht ganz klar, es ist klar, wie es weitergeht. Das nächste ist die Version 3. Und es ist nicht ganz klar, wann die rauskommt. Die kommt wahrscheinlich Anfang 2017 raus. Das Hauptanliegen bei dieser Version 3 ist halt, dass man mit den Basisbibliotheken konform bleibt. Also die meisten benutzen QGIS mit Qt4, aber es gibt Qt5 schon lange und QGIS 3 funktioniert dann halt nur mit Qt5 und mit Python 3. Ja. Darum dieser Umbau. Genau. Eventuell gibt es noch eine weitere Version 2.18, aber das ist noch nicht sicher. Ja gut, danke fürs Zuhören und ich bin offen für Fragen. So, danke schön. Auch da wieder die Bitte, die Fragen vorne nochmal für das Videoteam zu wiederholen. Bitte schön. Fragen? Eine Frage zur Beschriftung. Die Beschriftung wird ja nicht immer ausgeführt. Wenn der bestimmten Werkmaßstab nehme, ja, wird nur das beschriftet, was du für Platz hast. Da geht QGIS ja selbst raus. Jetzt ist die Frage, gibt es eine Möglichkeit, irgendwie zu ermitteln, welche Beschriftung man weglässt? Aber wenn zu viele sind. Wenn zu viele Beschriftungen sind. Ja. Also gut, ich verstehe noch. Die Frage ist, gibt es eine Möglichkeit, sicherzustellen, welche Beschriftungen angezeigt werden? Das kann man eigentlich nur pro Layer machen. Also man kann einigen Layern, einigen Ebenen höheres Gewicht geben bei der Beschriftung und dann achtet die Labeling Engine, die achtet dann darauf, die will ja den Output Score maximieren und dann, wenn ein Layer höheres Gewicht hat, werden diese Labels eher weniger weggelassen. Ja. Ich stelle mir einen Innenstadtplan vor. Jeden Straßennamen, welchen? Von der ganzen Stadt. Das können Sie nicht manuell ermitteln, das geht. Was man machen kann, man kann mit einem Editier, wenn man es wirklich manuell setzen will, dann kann man die Positionen in der Attributtabelle haben und sagen, die Beschriftungspositionen sind datendefiniert und dann kann man mit einem Werkzeug die Beschriftungen verschieben. Und dann kann man es so machen, dass die so machen, wie man es will, ja, genau. Ich
ich kann das nur bestätigen, dass jetzt das QGIS wirklich in der Kartografie sehr gut weitergekommen ist. Ich glaube, das ist zum ersten Mal dieses Jahr benutzt für einen Kartografiekurs, wo ich bisher mal QGIS benutzt habe. Und das Einzige, was mir eigentlich fehlt, ist so eine Art zusätzlicher Objekttyp, wo ich zum Beispiel sowas wie Schutzfeld oder sowas über die Karte zeigen kann, was nicht eigener Daten, also was keine eigentlichen Geodaten sind, sondern einfach grafische Daten, die man dann auch notieren kann. Also Schutzfächer oder Quellen oder irgend sowas, die man dann einfach nicht so schön in einem Objekt fassen kann. Oder zum Beispiel, wenn man die Legende hat, dass man die flexibler machen kann, wenn man das die zum Beispiel umwandelt in einzelne Teile und dann nochmal ein bisschen verschieben kann. Also das ist eigentlich das Letzte, was mir fehlen würde an Flexibilität. Jetzt würde ich nur sagen, ob sowas vielleicht schon von anderen Usern gewünscht wurde oder ob sowas in Zukunft ansteht. Gut, also ich wiederhole mal noch die Frage. Also die Frage war, also die Feststellung war, dass QGIS wirklich kartografisch gut ist. Die Frage war, die Fragen waren erstens, ob es einen Objekttyp gibt für so grafische Darstellungen wie einen Schuttfächer, der sich nicht so klar darstellen lässt. Also das Einzige, was mir da einfällt, ist, man kann ein Polygon machen und eine SVG-Füllung machen. Ja. Das ist... trifft es nicht ganz, aber ist wahrscheinlich das, was am nächsten kommt. Ja, ja, das was ich meine, sind halt so Sachen, das klingt jetzt mal blöd, weil wenn man das mit QGIS vergleicht, ja, aber das ist, ich meine, wenn man ehrlich ist, kommt ja QGIS und auch die ganzen Open-Source-GIS-Sachen schon von AQPI 2 her und da sind ja viele Sachen auch schon irgendwie vorweggenommen worden. Und da gibt es halt immer so einen Objekttyp, den man einfach drüberlegen kann, wo man praktisch in die Karte nochmal reinzeichnet, um praktisch eine grafische Gestaltung vorzunehmen. Das gleiche gilt auch für Annotations oder sowas, dass ich so Label-Symbole dann nochmal umwandle in eine extra Funktion, mit einer Funktion in einen extra Datentyp, den ich dann hin und her schieben kann, unabhängig von dem ursprünglichen Layer, mit dem das erzeugt wurde. Ja, stimmt, das gibt es in dieser Form noch nicht ganz so. Also es gibt zwar so Objekte, so Annotations, die man rumschieben kann, die dann nicht in der Karte sind, sondern oben an der Karte, auf der Canvas drauf sind. Aber ja, das stimmt, man kann die Sache nicht so, nicht so als Grafik machen. Ja. Das wäre also das letzte i-Tüpfelchen, was man an sich noch fehlt. Okay, ja. So, machen wir die letzte Frage dann hier und dann müssen wir zum nächsten Vortrag wechseln, ja. Zwei kleine Fragen. Der neue BFS-Client kommt ja auch in 2014, das ist die erste, und Speichern von der Textbeschriftung, sodass ich den später in einem anderen Projekt auch wieder laden kann. Ich glaube, das ist momentan nicht möglich. Also gut, erste Frage, in welcher Version kommt der BFS-Client? Der neue BFS-Client kommt in 2016. Nicht zurück in 2016. Nein. Es werden nur die Bugs zurückportiert, die Bugfixes natürlich zurückportiert, die neuen Features nicht. Und die zweite Frage war? Das Speichern von regelbasierten Beschriftungen zum Beispiel, kann ich die dann einfach speichern und auf einer anderen, in einem anderen Projekt gleich wiederverwenden, weil ich die gleiche Struktur habe, aber andere Daten. Die Symbolisierung davon geht? Ja, das geht eigentlich schon. Ja, wenn man die Symbolisierung speichert, man kann die ja speichern, dann sollten die Beschriftungseinstellungen mitgespeichert werden.